dann könnte er sogar in Führung bleiben. Kommt er? Jawohl. Direkt im Anschluss also Coulthard. Der fährt da konservativ rein. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt gilt's. Und hat er da den Motor abgewürgt? Ja, hat er. Oh Gott, oh Gott. Das darf nicht wahr sein. Ja, das kostet ihn. Das scheint mir ein Kupplungsproblem zu sein. Deswegen haben wir das Auto jetzt wieder aufgebockt. Er hat ein Kupplungsproblem. Siehst du auch so an, ne? Ja, weil die sonst drehen sich ja sofort, wenn er den Starter hinten reinschiebt und versucht, den Motor zu starten. Ja, er kann nicht auskuppeln. Jetzt wird man ihn runterfallen lassen. Und ein Riesenunfall von Olivier Panis. Ui, der ist hart eingeschlagen. Schauen Sie das Chassis an vorne. Bewegt sich da, aber der steht richtig schlecht. Schumacher pfeift da vorbei. Safety Car Phase gibt's bereits hier. Ja, unbedingt nötig. Völlig richtig. Der Fahrer ist noch drin und der Aufschlag muss ziemlich hart gewesen sein. Das ist natürlich auch bitter für Coulthard jetzt. Ein Sicherheitsstopp und er steigt aus. Allerdings scheint er Schmerzen zu haben. Da muss unbedingt jetzt eine ärztliche Versorgung stattfinden bei Panis, der sich da die Beine zumindest wehgetan hat. Coulthard steht immer noch an den Boxen, kann ich Ihnen sagen. Das ist die Fünfgang-Rechtskurve, also eine Kurve, die man mit über 200 fährt. Da ist er abgeflogen. Ungewöhnliche Stelle zum Abfliegen. Ja, da muss was gewesen sein. Also normal fliegt man hier nicht weg. Vielleicht beim Überrunden, aber meistens durch technischen Defekt. David Coulthard ist wieder herausgefahren. Man hat das Auto einfach angeschoben jetzt, nachdem man mit dem Starter dort nichts hat bewirken können. Ob das natürlich okay geht, ist momentan sekundär, denn wir müssen erst schauen, was mit Olivier Panis ist. Hier. Das Auto bricht schlagartig aus. Puh. Das ist ja immer wieder das Gefährliche. Die schlimmen Unfälle passieren immer an Stellen, wo keiner mit rechnet. Und dementsprechend werden sie immer weniger abgesichert. Aber hast du jetzt gesehen, warum das Ding ausbricht? Sah alles normal aus, ne? Also. Ah, das ist viel zu spät. Wir müssen den Anfang sehen, dass er jetzt auf der Bremse steht. Ich meine, der war ja auch nicht gerade aus den Boxen rausgekommen. Die Reifen müssen ja warm gewesen sein, oder? Ja, ja. Halten wir mal die Reihenfolge fest. Jetzt in der 54. Runde, da wir die zweite Safety-Car-Phase erleben. Schumacher, Alesi, Fisichella, hier Coulthard. Beim Herausfahren, was ich Ihnen geschildert hatte. Fisichella, Frenzen, Herbert, Nakano auf Platz 6. Coulthard ist siebter. So zumindest sagt der Zeitencomputer das momentan. Dinis Hill Morbidelli. Und mittlerweile sind auch die Ärzte dort bei Olivier Panis und leisten die nötige Hilfe. Ja, das wird eine Weile dauern und somit ist das sicherlich rennentscheidend, was hier jetzt abgelaufen ist. Und Michael hat einen kleinen Pluspunkt, nämlich dass hinter ihm überrundete Fahrzeuge sind und somit Alesi, wo steckt er? Hier, zwei Autos zuerst überholen müsste, um ihn anzugreifen.
auch die Frage, wie sich die Reifen verhalten nach der Abkühlphase wieder, in der Gelbphase. Ja, kann sich erinnern, am Anfang war ja auch Safety Car und dann sind die eigentlich alle problemlos durchgefahren. Also bis auf Frenzen. Bis auf Frenzen, genau. Hinter dem Fahrzeug auf dem Rasen versorgt man Olivier Panis. Ich denke mal, dass er eine Beinverletzung hat, weil so wie es aussieht, ist der Vorderteil des Fahrzeuges gebrochen. Es hat mich wieder erstaunt, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt einer mit einer Arzttasche da ankam. Wenn man jetzt das guckt, habt ihr ja in Minuten die Ambulanz genau. Jetzt erst da war. Ja, in Indien ist ja einfacher, weil die eine spezielle Straße haben, um neben der Strecke herzufahren. Ne? Ja, das Thema ist sicher vorbildhaft. Also in Amerika wird da die ärztliche Versorgung sehr, sehr groß geschrieben. Es ist hier auch speziell problematisch, weil ja neben der Strecke hier oft einfach Wasser ist. Das heißt, man hat gar keinen Platz für eine zusätzliche Straße. Das ist halt ein Nachteil von einer so nicht permanenten Strecke. Frenzen sieht ja überraschend gut auch noch aus, muss man sagen, auf dem vierten Platz. Ja, absolut. Und jetzt ist er ja direkt hinten dran. Also wenn, ja, ist er wieder in Griffweite. Seine Reifen sind okay. Das können Sie auf dem Spitzengruppenkanal sehen. Während hier natürlich nach wie vor die Marshals und die Ärzte bemüht sind, diese Situation in den Griff zu bekommen. Runde um Runde wird natürlich jetzt mitgezählt, die hinter dem Safety Car absolviert wird. Ich würde gerne noch mal den Beginn dieses Unfalls sehen, um vielleicht zu sehen, warum das passiert ist. Ich schätze mal, dass er höchstens noch 10 Runden zu fahren sei. Wenn es wieder losgeht, ja, bis das Auto wieder losgeht. Weg ist und ja, bis alles weggeräumt ist. Ja, ein spannendes Finish, denke ich. Ja, nochmal einen kleinen Sprint werden wir dann sehen am Ende. Das ist die Reihenfolge nach 55 absolvierten Umläufen. Die Abstände sind natürlich jetzt wieder geschrumpft und da knallt jemand Herbert übers Hinterrad. Gibt's denn so? Während der Safety Car Phase war das Morbidelli? Wer war hinter ihm? Nakano war hinter ihm. Nach der Liste. Es kann aber auch ein überrundetes Fahrzeug dazwischen gewesen sein. Das war Gianni Morbidelli, hier der Frontspoiler. Der fährt. Ja, aber er hat nicht geguckt. Entweder hat er nicht, geguckt. Hat er in Rückspiegel geguckt. Oder. Das Gas ist ihm hängen geblieben. Rennabbruch, Marc. Totalabbruch. Totalabbruch dieser unübersichtlichen, hektischen Phase jetzt. Wie viele Runden haben wir? Wir haben 55 absolviert. In der 56. Runde wird das Rennen also gestoppt. Wenn gestoppt wird, wird eine Runde vorher. Wir haben also 3/4 der Distanz. Das heißt, es gibt volle Punkte. Somit wäre also Michael Schumacher hier der Grand Prix-Sieger in Kanada. Ist die Verletzung von Oliver Panis wahrscheinlich wesentlich stärker, als wir es bis ich jetzt Ich denke, annehmen. Was du vorhin erwähnt hast, das war der Überlegung. Das dauert so lange, bis es alles weggeräumt ist, dass das Rennen praktisch hinter dem Safety Car fast zu Ende gehen würde. Und dass man deswegen nichts mehr machen wollte. Die Fahrzeuge werden jetzt auf Start und Ziel anhalten. Das ist eine Art Parc Fermé und dann wird entschieden, ob es einen Neustart gibt oder nicht. Normalerweise bei 75% gibt es keinen Neustart mehr.
Und da gibt es auch schon von der Boxenmauer vereinzelte Jubelszenen dort, als Fisichella vorbeifuhr. Der wäre Dritter geworden. Also Schumacher, Alesi, Fisichella, Frenzen, Herbert, Nakano, Coulthard, Diniz, Hill, Morbidelli. Das wäre die Reihenfolge.